Moin Leute, heute will ich damit mal anfangen, meinen Traktor so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und zwar ist an der Getriebeeingangswelle die Verzahnung schon einige Jahre auf jeden Fall ziemlich verknattert vom Vorbesitzer, wo ich den schon gekauft hatte. Es ist dann auch mal richtig komplett auseinandergeflogen und habe ich das versucht so ein bisschen aufzubohren, das mit einem Bolzen gemacht. Das hält aber auch immer nur so eine Weile und so richtig ist das auch nicht. Das geht halt immer in den dürsten Momenten auch wieder kaputt. Kann euch das mal zeigen. Und zwar sitzt das hier quasi genau unter. Ich habe da einfach schon so ein Loch reingebohrt, dass man da ein bisschen leichter reinkommt oder überhaupt reinkommt. Und die Getriebeeingangswelle geht dann hier vorne drüben rein. Und die wollen wir einmal komplett austauschen, rausnehmen. Dann müssen wir mal gucken, wie gut wir da rankommen. Dazu natürlich auch ja Hydrauliköl ablassen wahrscheinlich, die Hydraulikleitung ab. Die Verkabelung soll ja eh noch ein bisschen erneuert werden, dass der quasi ja so eine Art Deutschstecker damit rankommt und das alles auch ein bisschen vernünftiger wird. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Mal gucken, dass man das so einfach auseinanderkriegt. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber es soll ja auch einmal vernünftig werden, weil ich möchte ganz gerne noch die Hydraulikanlage ein bisschen umbauen. Hier soll nachher also auf jeden Fall auch ein weiteres Steuergerät ran, weil er jetzt hier nur, das sieht man jetzt schlecht, aber hier ist nur dieses eine Steuergerät dran. Und man kann das ja noch ein bisschen erweitern. Und von daher hätte ich das ganz gern, dass man hier halt noch was, zumindest den Kipper mal bedienen könnte oder eine Fronthydraulik, vielleicht doch mal einen Frontlader, ob das wirklich mal so kommt. Das weiß ich selber auch natürlich noch nicht, aber haben ist ja besser als brauchen. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, wenn man jetzt einmal das alles komplett vernünftig macht. Ich habe auch Gott sei Dank die Teile bekommen in einer Qualität, wo ich sage, ja, das gefällt mir auch. Ist natürlich alles nicht so ganz günstig für diese kleinen Trecker immer, aber was will man machen, ne? Soll ja funktionieren und laufen. Deswegen schadet das nicht, wenn das alles einmal im vernünftigen Zustand wiederkommt. So, und zwar sind das hier die beiden Teile. Das ist quasi einmal diese Hardy-Scheibe. Hier ist die, ja, das Loch für die Verbindung. Also da kommt dann Stecksplint rein, sowas, die dann die kleine Welle hier hält. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Dieses kleine Stückchen hier. Hier ist noch ein Dichtringlager und wieder hier, glaube ich, ein Lager. Das will man nachher noch mal genau sehen. Und ich hatte das hier bei mir aufgebohrt und das hier in der Hardy-Scheibe auch. Aber das ist halt alles auch nicht so richtig prickelnd. Deswegen habe ich das einmal alles neu genommen. Sieht man, dass das hier auch ein neues Teil ist. Bin ich ganz froh drüber. Hier muss man noch mal ein bisschen, glaube ich, die gerade so ein bisschen mit wegmachen. Das werde ich nachher einfach noch mal mit einer kleinen Feile machen. Dass das alles wieder oder alles halt in einem vernünftigen Zustand ist. Weil ich glaube, original Kubota wird das hier auch nicht sein. Aber besser zumindest wie dieses alte Teil da drin. Weil wenn die Verzahnung halt hier reingreift, dadurch hat man ja diesen Kraftschluss. Ja, und das ist halt bei mir komplett fertig. Das werden wir uns dann nachher auch ansehen können, wie das dann wirklich bei mir auch aussieht. Weil das Neue ist neu und dieses alte ist dann doch nicht ganz so schön. Ne? Hier muss man natürlich noch die Schrauben vernünftig anziehen und sichern. Das ist halt zum Ausgleichen. Hier ist so eine kleine Gummiunterlegscheibe drin. Und die Kraft wird dann halt über die Schrauben übertragen. Aber sieht man mal, es ist eigentlich so ein kleines Teil, diese ganze Energie vom Trecker ja aufnimmt. Und das über diese kleine Verzahnung hier auch weitergibt. Das ist denn für ein Wahnsinn. Ne? Aber das geht halt, weil diese Wellen drehen relativ schnell. Das kommt halt direkt von der Kuppelwelle vom Motor durch. Also Getriebe. Und dann kommt Kupplung. Getriebe ist auf dieser Seite hier, wo das Zahnrad ist, und hier ist Kupplungsseite. So, und hier kommt die Kurbelwellengeschwindigkeit an und geht dann halt so ins Getriebe und wird dann weiter verteilt. Ja, dieses Problem ist natürlich nicht erst seit gestern. Das haben wir schon ein bisschen länger. Ich glaube jetzt 2 Jahre oder so habe ich das auf jeden Fall schon. Nur so mit dem Bolzen hat es immer ganz gut funktioniert. Aber mittlerweile nervt mich das halt einfach so sehr, dass da echt was passieren muss und das, ja, man muss immer aufpassen beim Fahren, dass das auch wirklich alles so gut funktioniert. Und jetzt gerade bei der schweren Bodenbearbeitung oder ich sag mal hier also beim Fräsen oder beim Striegeln, wo es ja doch ein bisschen mehr ruckelt und da die Belastung größer ist, geht das halt dann doch ganz schön auf die Teile und dann möchte ich es halt lieber komplett kraftschlüssig haben
und deswegen fangen wir damit jetzt mal an. Hinter mir könnt ihr schon sehen, das ist meine kleine Werkstatt und da werden wir jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen müssen, weil naja, Platz hat man nie genug, da stehen so viele Geräte im Weg. Die kommen jetzt erstmal ein bisschen raus, die stelle ich dann nachher dahin, wo eigentlich der Kubota jetzt steht. Und dann können wir hier mal die Tage anfangen, ein bisschen mit Schrauben. Ich mache das jetzt alles so ein bisschen nach der Arbeit, weil jetzt gerade auch mal ein bisschen Luft ist. So die Frühjahrssachen sind so halbwegs durch. Eigentlich fangen jetzt so ja die Sommerprojekte, sage ich mal, ein bisschen mit an. Aber der Trecker soll bis dahin auf jeden Fall laufen. Und ich hoffe, dass ich das diese Woche noch fertig kriege. So, naja, so dann ist das. Ein bisschen mehr holen. Joa. Klassiker. Das meinte auch einer gut mit Benzin. Oh Mann. Natürlich jetzt ein bisschen mühselig, aber ich würde halt das Öl ganz gerne wiederverwenden wollen, weil das echt noch nicht so alt ist und deswegen, man sieht ja, es ist ja wirklich noch glasklar und dann kann man sowas ruhig gerne nochmal wiederverwenden, das schadet auf jeden Fall nicht. Gucken, ob wir das so sauber hinkriegen, wie wir es wollen, aber eigentlich sollte das funktionieren. Deswegen den Lappen da unter, dann kann auch ruhig mal ein Tropfen runtergehen. Das stört uns gar nicht so. Ist auch nicht schlimm. Hier wird alles aufgefangen. Öl soll ja nicht verloren gehen, ne? Für den Boden ist das immer auch nicht so ganz so gut. Und deswegen
kümmern wir uns darum, dass da nicht viel mit passiert. Ja, das sieht wirklich noch gut aus. Füllen wir uns hier schnell in so einen alten Kanister mit um, der ist recht sauber. Da hat man dann nachher keine Probleme mehr mit. Ja, wo wir ein paar Mal machen müssen, aber naja, dann ist das so. Können wir ja noch nicht ändern. Kleckern. Kann nichts mehr passieren. Gut. Richtig, wie es rausläuft, ne? Wahnsinn. Naja, mal gucken. Nicht klickern, aber dafür haben wir das Tuch hier. Gut.
So, im ersten Schritt habe ich jetzt schon mal schnell das Hydrauliköl abgelassen und soweit erstmal alles hier so ein bisschen sauber gemacht, dass man hier auch mal arbeiten kann. Und jetzt, wo das Öl draußen ist, können wir uns daran machen, die Elektrik einfach auseinander zu knipsen, weil das wird da eh alles ein bisschen neu verdrahtet. Da ist das gar nicht mal so schlimm. Jetzt können wir auch nach und nach dann die Hydraulikleitung mit abnehmen und die ganzen Schrauben lockern. Natürlich alles unterstellen, absichern, dass er nicht umfallen kann. Und dann können wir den Trecker so langsam mal trennen. Gucken, wie viel ich heute noch schaffe, wie lange das Tageslicht noch reicht. Ist natürlich jetzt schön, dass jetzt ja, die Zeitumstellung war und man abends eine Stunde länger hat. Also von mir aus könnte ruhig immer Sommerzeit sein, weil so schafft man abends halt einfach viel, viel mehr. Ne? Dass morgens ein bisschen länger dunkel ist, das spielt nicht die große Rolle. So, wie ihr jetzt vielleicht ein bisschen schwerer sehen könnt, es wird ja jetzt schon dunkel, haben wir hier alles getrennt, also einmal halt die Bremsleitung oder Bremsstangen, die Zugstangen. Das war hier auf dieser Seite relativ einfach, weil es hier nur eine ist. Die ganzen anderen Sachen sind natürlich alles drüben. Unter anderem haben wir hier halt, hier vorne ist die Hydraulikpumpe, da haben wir die ganze Leitung entfernt, die dann hier vorne lang liefen, da sind noch die Halter. Hier haben wir natürlich auch die Bremsstange entfernt, genauso wie von dem Differential hier, das ist dieses Pedal, haben wir auch die Zugstange entfernt. Und dann können wir morgen, wenn es wieder ein bisschen heller wird, einmal alle Schrauben lösen. Unten vielleicht schon mal die Hardyscheibe auseinanderschrauben. Die sitzt nämlich hier vorne da, in diesem Bereich hier drin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, auf der Kamera noch sehen kann. Ich nehme die Lampe mal hier hinstelle. Also hier ist die Hardyscheibe unten drin, hier kommt ja die Antriebswelle quasi durch. Hier vorne drin ist die Kupplung und dann wollen wir das hier hinten einmal trennen. Dann kann ich mir diesen ganzen Block einmal abnehmen, zurückfahren, die ganze Hinterachse mit dem Getriebe, und dann kommen wir da auch ein bisschen besser dran. Das macht es dann ein bisschen einfacher und dann können wir hier oben wahrscheinlich aufschrauben und ich hoffe, dass wir relativ einfach an die Welle kommen. Die müsste auch gleich hier oben mit Lieren liegen, das geht hier oben auch rein. Müsste laut Explosionszeichnung auch die oberste halt sein. Aber man weiß ja nie genau, was sich so erwartet. Was einem so zumindest so, ja, entgegenkommt.
Vielleicht ist ja auch nochmal ein Lager fällig oder sowas, aber das sehen wir halt dann. Und dann schauen wir morgen den Deckel mal runter. Mal gucken, wie viel wir das schaffen. Trecker trennen ist hierbei ja ein bisschen einfacher als beim großen. Also man hat ja nicht ganz so schwere Gewichte, aber sonst bräuchte ja auch nochmal so einen kleinen, ja, so eine Art Schlitten, weil dann kannst du es ja sonst viel einfacher trennen. Ne? Also hier diese Gewichte, okay, das kann man noch so ein bisschen hin und her rollern. Ja, aber wenn es wirklich schwerer wird, dann brauchst du echt irgendwie so einen Schlitten oder festen Untergrund zumindest, wo du mit einem ja, so rollbaren Hubwagen unter kannst und den dann richtig auseinanderziehen kannst. Deswegen haben wir jetzt hier vorne ja alles gesichert. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, damit die Pendelachse vorne ja nicht weiter pendeln kann. Hier hinten steht da überall auf jeder Seite vernünftig auf Böcke. Die Trittstufen halten das Gewicht hier auch aus. Das ist gar kein Problem. Das meiste Gewicht liegt ja auch hier vorne auf der Achse. Aber dann sackt er uns die nicht ab und wir finden nachher auch die Löcher wieder ein bisschen einfacher. Das ist dann doch ein bisschen leichter. Aber mal schauen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann machen wir morgen hier mal weiter. So, heute geht es mal wieder weiter. Und zwar will ich ihn heute auseinandernehmen, also halt richtig trennen. Gestern haben wir ja, soweit wie ihr hier sehen könnt, alle Leitungen und Verbindungen abgeschraubt. Zum Beispiel auch die Bremszüge und alles weitere. Und jetzt werden wir hier anfangen, hier drinnen die Hardyscheibe zu trennen. Und dann hier nach und nach die Schrauben rauszunehmen, dass wir dieses Zwischenstück trennen können von dem restlichen Getriebe, weil hier drin müssen wir ja schließlich ran. So, eine der Besonderheiten hier bei diesem Gebot, das ist natürlich, dass die hier ganz gerne auch immer 14er Schlüssel weiter haben, 14er und 12er. Das ist so bei diesen japanischen Traktoren immer ganz gern beliebt, aber uns soll das nicht weiter stören. Ich habe da quasi immer passende Werkzeuge für und deswegen geht das. Ich schraube das hier unten auch schon mal lose, weil ich hier nachher den Bock vorstellen möchte, damit wir das hier wieder abstützen. Jetzt komme ich dann noch relativ gut ran. Die Schrauben lege ich mir natürlich immer gut beiseite, oder die Muttern in dem Fall. Oben ist das ja noch fest, hier ist keine Belastung drauf. Da können wir ruhig hier vorne schon mal ran und die hier unten schon mal lösen, da darf noch nichts bei passieren. Oben sind ja auch noch ein paar Schrauben, das funktioniert dann schon. Wie man sehen kann, geht das auch ziemlich einfach, bewegt sich nicht so viel. Das ist natürlich auch einer der Schwachpunkte, wenn man hier einen Frontlader dran haben will, weil das hier quasi alles nur so 3 mm Blech ist, dieser Rahmen. Und wenn man das jetzt wirklich den Doll übertreibt, dann knickt das hier doch ganz gerne weg. Und das macht es natürlich besser, wenn man dann hier, also wie bei den meisten Frontladern auch, gibt es denn, die es hierfür zu kaufen gibt, hat man dann extra nochmal so einen Rahmen, der hier unten mit lang läuft und dann mit der Hinterachse auch verbunden ist. Weil ansonsten hat man da echt keine Freude dran, wenn dann dieses Mittelstück halt immer wieder reißt. Das zu verstärken macht es natürlich dann auch nicht besser, ne? Weil dann die Punkte nur verschoben werden, dann hast du es hier hinten an der Kupplungsglocke und ja, hier unten ist ja auch zum Beispiel Luft, hier kann man ja dran, ne? Also das hier ist extra so ein Griffloch, sage ich mal einfach frech. Das macht es dann nicht besser, ne? Also da muss man schon ein bisschen nachdenken und schauen, wenn man hieran was umbauen würde, was man denn da auch wirklich genau macht. Aber naja. Erstmal ist noch kein Frontlader groß geplant, also ich hätte natürlich schon gern einen, ob das hierfür aber Sinn macht, ist auch wieder eine andere Frage. So mega viel hebt er denn nun nicht, es wäre manchmal halt in den Gärten ganz witzig, wenn man damit nochmal was heben könnte, wegen so kleinen Sachen, mal 100 Kilo oder sowas. Halt auf eine andere Höhe wie mit der Palettengabel, ne? Das wäre dann schon interessant, gerade so die Geräte vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen hochheben. Gar nicht groß irgendwie für Erde oder sowas, ne? Da wäre das wirklich schon witzig. So, die ist auch lose. Naja, dann haben wir unten schon mal alle raus. Ach, das geht ja. Ich war ja hier schon mal quasi bei. Ich hatte das auch schon mal ab, weil ich hier auch schon mal den Wellendichtring neu gemacht habe. Der war mich leicht undicht. Und naja, schwitzen tut er jetzt noch am Hydrauliksteuergerät. Das müsste auch noch mal abgedichtet werden. Aber das sollte nicht mehr der große Akt sein, aber das werde ich auch, ja. Mal schauen, weil ich das im Angriff nehme. Ansonsten ist er wirklich sehr gut dicht, das freut mich. Hat ja hier sämtliche Lager und alles sind denn hier auch mal ein bisschen neu gekommen, die ganzen Dichtringe hier. Das lohnt sich dann schon mal, wenn man da ein bisschen Arbeit investiert, damit man irgendwo sich auch hinstellen kann,
ohne dass man da alles voll tropft. Jetzt vor Frau Mais müsste ja eigentlich ein bisschen. Das ist mir noch nicht stabil genug. Ich habe jetzt hier mal die kleine Welle, die dann hier so drinne sitzt. Und das ist die alte Welle. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video so gut erkennen könnt. Aber die Verzahnung von der alten Welle ist halt einfach komplett hinüber. Von der neuen ist hier halt eine super Verzahnung da. Und deswegen ist das hier halt auch so komplett übergerutscht. Das konnte ja hier gar nicht mehr richtig greifen. Ne? Also man sieht ja auch, die wurde ja quasi so immer übergedreht. Und das ging halt dann irgendwann nicht mehr. Und hier sind natürlich die ganzen Verzahnungen noch super. Hier kann die Kraft gut übertragen werden. Ich weiß halt auch nicht, was der Vorbesitzer hier versucht hat, aber naja. Es kommt jetzt hier auch der Wellendichtring neu. Der hier sieht noch wirklich top aus. Hier ist auch alles dicht. Das freut mich natürlich auch. Und dann bauen wir den auf jeden Fall hier nachher mal den ganzen Kasten aus und schauen mal, was wir hier so groß machen können. So, wie man sieht, habe ich ihn jetzt endlich auseinander. Ich hatte da vergessen, die Allradachse hier noch rauszumachen. Und zwar, die trenne ich jetzt hier auch noch. Und hier an diese Welle müssen wir ran. Wie man sieht, das habe ich hier schon mal ein bisschen aufgebohrt, damit man überhaupt mal einen vernünftigen Bolzen da reinkriegt. Aber die Verzahnung ist hier komplett rund.
Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Hier vorne drin sieht man da die Hardyscheibe. Da kann ich auch nur eine Seite von tauschen, weil die andere Seite, die Welle von der Kupplungsseite hier zum Getriebe hin oder zur Hardyscheibe hin, der Vorbesitzer auch schon mal alles irgendwie verschweißt. Das weiß ich auch nicht ganz genau, wie das so werden sollte. Naja, und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall ran. Hier drin sitzt die Welle. Dann können wir dieses ganze Gehäuse nachher hier raus runternehmen, rausschrauben. Ich werde gleich nochmal gucken, dass ich diesen Wellendichtring schnell bestellt kriege. Der sieht mich auch nicht mehr ganz gut aus. Und dann schauen wir mal, das war hier. So, den Deckel habe ich jetzt hier ab. Das sieht alles soweit ziemlich gut aus, bis auf halt diese Welle hier. Aber die können wir jetzt rausnehmen, indem wir dieses Stirnzahnrad hier runternehmen. Hier ist einfach nur so ein Sicherungsring hier drauf. Und dann die Lager sehen alle noch richtig gut aus. Zapfwelle läuft auch alles gut. Ich habe mal die Gänge so ein bisschen gerade durchprobiert, ob alles gut gelagert ist. Aber das sieht alles wirklich perfekt aus. Das ist ja, da freut man sich, wenn das alles so gut läuft. Auch das Tragbild hier auf diesem Zahnrad sieht alles wirklich gut aus. Da brauche ich keine Bedenken haben, dass das irgendwie schadhaft ist. Aber so weit, so gut. Sehr gut. Geht noch schon mal vernünftig. Position spielt ja auch nicht die große Rolle. Dann geht das doch schon mal. Thank you.
habe jetzt festgestellt, dass diese Kronenmuttern hier eigentlich relativ gut sind, aber die Bohrungen sind hier so schlecht ausgeführt von diesen Schrauben, dass ich da sage, hier komm, ich nehme jetzt hier einfach andere Muttern, mache hier selbstsichernde Muttern drauf und dann ist das gut, weil ich kriege hier nirgendwo auch nur annähernd diese kleinen Splinte durch. Also das ist echt ein Grauen, ne? Da kannst du nichts machen. Also so schlecht gebohrt, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Passt auf jeden Fall nicht überein. Das ist nicht so richtig mittig gebohrt, diese Schrauben. Da kriegst du nichts drauf. Ne? Naja gut, dann nehmen wir das wieder raus, die Muttern runter und setzen uns der andere drauf. Kann man ja auch nicht ändern. So, die Schrauben habe ich jetzt hier vernünftig angezogen. Natürlich fest, nicht zu fest, weil das soll ja noch ein bisschen Wirkung haben. Jetzt können wir hier mal gucken. Hier die mal raufstecken. Und das sieht ja schon mal sehr gut aus. Hier die durchleuchten, ja. Das ist doch schon mal perfekt. Dann kriegen wir das hier auch wieder rein. So kommt das dann nachher wieder hin. Und so haben wir auch wieder einen richtigen Kraftschluss mit der anderen. Das war ja... Ja, selbst hier die Hardyscheibe, mal gut, dass ich die auch mit neu genommen habe. Die sieht zwar noch nicht so richtig mega blöd aus, die alte. Ob ich die jetzt hingelegt? Ja, auf jeden Fall liegt die da vorne. Ja, muss ich gleich nochmal suchen. Die sieht auf jeden Fall gar nicht so mega schlimm aus. Aber schlimm genug mit der anderen Welle halt, dass das absolut nicht hinhaut, ne? Da hast du denn wirklich keine Verzahnung mehr. Also hier ist das wirklich gut. Alles funktioniert top, klar, ne? Aber weiß ich nicht, dass wie der Vorbesitzer das hingekriegt hat. Ich vermute mal, dass der da so eine diese originale Fräse dazu genommen hat. Da ist keine Rutschkupplung, irgendwie nichts zwischen. Weil bei diesem Trecker war hinten auch der Zapfenstummel war schon kaputt. Das, wo ich den gekauft hatte, da hat hast du die Zapfwelle abgesenkt und die hat sich einfach gar nicht gedreht im Boot, nur so frei. Und bis wir dahinter gekommen sind, dass im Zapfenstummel da so eine Attrappe drüber geschoben ist quasi und da auch nur einfach so diese kleinen Einschlagsplinte drin waren und die dann gebrochen waren und das aber immer so ein bisschen Reibhaftung hatte, das war Wahnsinn. Also jetzt habe ich ja dann da auch dann einen vernünftigen Zapfenstummel dran. Das ging auch alles ganz, ganz gut, aber das war echt nicht so einfach. Und hier vermute ich mal das Gleiche, dass der hier wirklich den Schlag von hinten durch die Zapfwelle bis vorne hier rangekriegt hat. Man sieht ja auch hier, die Eingangswelle hat der ja auch wirklich hier geschweißt, der Vorbesitzer. Ne? Ich werde das jetzt auch nicht groß verändern. Bis jetzt hat das immer super gut durchgehalten. Keine Frage. Man kann ja notfalls immer noch mal wieder, das schraubt man das halt ab und dann macht man da was anderes. Aber Wahnsinn. Ich denke mal, dass der wirklich einen Schlag drauf gekriegt hat und dann das einmal durchging. Und halt die schwächsten Punkte in dem Fall halt hinten an der Zapfwelle und halt hier vorne an der Getriebe-Eingangswelle die Verzahnung so weggejagt hat. Das hier halt einfach, ja, das Schwächere nachgegeben hat. Und jetzt machen wir das Neue vernünftig. Meine Geräte alle haben, ja, so die Fräse, da habe ich eine Zapfwellenkupplung natürlich nachgerüstet. Und bei dem Mulcher zum Beispiel geht das ja alles über den Riemen. Und mit dem Grober so hast du ja das gar nicht so die Belastung auf der Zapfwelle mit dem Schlag. So, da ist ja nichts, was ich drehen könnte. Das ist halt bei Zapfwellengeräten, das ist das mega gefährlich, wenn man da keine Rutschkupplung hat. Deswegen habe ich bei meiner Fräse halt einen nachgerüstet. Es gibt die ja auch in der Zapfwelle damit drinne zum Anschließen oder in der Gelenkwelle. Aber ja, ich hatte da halt keine passende gefunden. Das ist auch alles mega eng. Ja, jetzt habe ich da aber eine so extra dran gebaut, die auch fest an der Fräse dran bleibt. Also ist das kein Problem, wenn die auch mal verliehen wird. Ist man da auf der sicheren Seite, dass da im Getriebe nichts kaputt geht und dass am Trecker nichts kaputt geht. Lieber einmal mehr die Kupplung da durchrutschen lassen, als wenn man hier nachher steht und das ganze Getriebe Schrott ist, ne? Nicht mal, wie viel Arbeit das ist. Das kostet natürlich alles auch wieder enormes Geld. Zeit vor allem.
Das ist noch eigentlich noch viel schlimmer, aber was will man machen, ne? Soll ja wieder vernünftig werden. So, heute bin ich dabei und wollte hier mal die ganzen Dichtflächen sauber machen. Neue Dichtung habe ich ja bestellt, die sollte morgen auch kommen. Das habe ich jetzt da einfach fix bei K-Max bestellt. Das ist da so eine Seite hier, also Kamer Kartentechnik, glaube ich, heißt das richtig. Da habe ich schon ein paar Mal bestellt, eigentlich ganz zufrieden mit. Das geht immer gut, gut und schnell. Und hier kommt auch noch der Wellendichtring mit neu, das habe ich auch noch bestellt. Und dann schauen wir mal, soweit sieht das ja ganz gut aus. Sollte man schön sauber kriegen, nachher einmal sauber spülen. Das gleiche machen wir natürlich hier dann auch nochmal, dass wir hier überall die ganze Dichtung mit runtergezogen kriegen, das sauber kriegen. Gucken, dass hier nicht so viel Dreck reinfällt, sondern dass wir das schön sauber machen. Aber das sollten wir wohl auch hinkriegen. Hier habe ich auch schon einmal die neue Welle vorbereitet. Hier sind jetzt die Lager drauf. Hier habe ich einmal rübergezogen. Das werde ich dann gleich alles nochmal reinigen, bevor ich es dann wirklich endgültig reinsetze. Und dann ist das auch wieder gut für den Einbau. Und hier nochmal, das ist der Zapfwellenanschluss hinten am Trecker gewesen. Also da war dann hier ein Lager und ich meine hier hinten, glaube ich, ein Lager oder eine Dichtlippe drauf. Das ist ja quasi der Anschluss, der jetzt da unten ist. So, und das war hier vorher drauf und das ist immer durchgerutscht und wir haben das nicht herausgefunden. Das war natürlich alles auch dreckig, das macht man ja quasi nie wirklich hundertprozentig sauber. So, und dann sieht man hier, hier ist so ein Loch drin. Das ist uns aber auch erst viel, viel später aufgefallen, dass dieser Teil hier eigentlich nur eine Hülse ist, die auf diese Welle draufgeschoben wurde und dann hier einfach mit so Spannstiften gehalten wurde. Dieses System kann natürlich kaum halten, ne? Also das ist ja schon mal nicht so wirklich auf Haltbarkeit ausgelegt. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich ganz original so war. Kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Ich dachte, vielleicht war das hier mal irgendwie aufgeschrumpft oder sowas, aber das hat auf jeden Fall, das ist echt Murks. Deswegen habe ich da dann gleich eine andere Welle bestellt. Das auch schon mal umgebaut, das ist gar nicht so schlimm. Einmal da kurz Hydrauliköl wieder abgelassen und dann hinten das aufgemacht, auch wieder neue Dichtung rein. Oh, ich glaube, da war der Akku gerade fast leer. Naja, auf jeden Fall sieht, ist es hinten quasi auch so ein Deckel, wo dann die Zapfwelle einfach nur da durchkommt und dann kann man da auch die Dichtung tauschen. Lager war alles noch gut. Da, das ging auch ziemlich einfach. Wollte ich euch nur mal zeigen, dass ihr es auch mal gesehen habt. Also so ein Fehler, das ist natürlich richtig ärgerlich, weil das konnte keiner sehen. Selbst ich war damit auch in einer Landtechnikwerkstatt. Und selbst die haben gesagt, das haben sie so auch noch nicht gesehen. Und das war, wir haben da wirklich stundenlang gesucht. Und letztendlich war es so ein einfacher Fehler. Da habe ich da, weiß ich, die neue Welle gekauft. Das war alles nicht so mega teuer. Auf jeden Fall den Ärger nicht wert, was man damit hatte. Und seitdem funktioniert das hinten auch wirklich reibungslos. Also da bin ich echt zufrieden mit. So Leute, heute geht es mal wieder weiter. Jetzt kamen noch wieder ein paar Teile, die ich bestellt hatte. Unter anderem habe ich hier einmal die Dichtung nochmal nachbestellt. Das hatte ich übersehen gehabt. Hier habe ich nochmal die Kupferringe, das ist für die Saug- und Druckleitung von der Hydraulik. Die mache ich einfach prophylaktisch mit neu.
Ich habe sowas bestimmt auch irgendwo liegen. Also ich habe so ein Set dafür, aber hier habe ich gleich die passenden Größen. Das war jetzt nicht wirklich teuer. Und dann habe ich hier noch so ein paar Wellendichtringe gekauft. Also eigentlich brauche ich nur einen. Ich tausche jetzt aber auch zwei einfach aus. Also die beiden, die drin sind von der Eingangswelle und von der Allradwelle. Ich habe jetzt einfach ein paar mehr gekauft, weil so teuer sind die nur auch nicht. Und bis auf die Wellendichtringe, die habe ich beim Händler vor Ort gekauft. Aber hier die Dichtung und die Kupferteile, die habe ich hier bei K-Max gekauft. Einfach schnell bestellt. Das ging auch ziemlich gut. Das kam pünktlich an, also innerhalb von 2 Tagen da. Das freut mich natürlich sehr. Dann können wir nachher gleich nochmal kurz gucken, ob denn diese Dichtung hier auch wirklich so aufpasst, wie wir das haben wollen. Aber das sieht grundsätzlich nachher schon mal ganz gut aus. So, dass man hier so grob drauf hält. Ja, sollte hinkommen. Nee, andersrum. So rum wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal gucken. Aber sollte auf jeden Fall die richtige sein. Teilenummer passt auf jeden Fall auch. Von daher, nee, so rum. So rum sieht das schon ganz gut aus. Alles klar. Dann werden wir uns langsam ein bisschen ransetzen. Hier jetzt nochmal die beiden Wellendichtringe neu machen. Das ist ja auch keine große Sache. Setzen wir die rein. Dann können wir hier am Traktor nachher gleich ein bisschen weitermachen, das alles einbauen. Und ich hoffe natürlich, dass wir es heute auch schaffen, das hier alles fertig zu kriegen. Wie ihr es wahrscheinlich hört, das Wetter ist echt nicht so prickelnd. Jetzt fängt das so ein bisschen an mit Stürmen, Nieseln, Regnen. Bei manchen habe ich gerade schon gesehen, soll richtig Schnee liegen. Also bin ich mal gespannt, wie es morgen früh aussieht. Noch kommt bei uns so ein bisschen Wind und von daher mal gucken. So, den Deckel haben wir jetzt soweit wieder drauf. Dichtung sitzt alles richtig, die Wellendichtringe sitzen gut. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier die Allradwelle wieder drauf gesteckt kriegen. Den Trecker schon mal langsam ranfahren, dann schon mal
die Antriebswelle hier an den Kubota ein bisschen anschließen, also hier aufschieben und dann hier auch wieder diese kleinen Pins hier rein, diese kleinen Bolzen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir den so gut wie jetzt dann zusammengebaut kriegen. Und dann, ja, kommen die Hydraulikleitungen, alle anderen Leitungen. Also ein bisschen Arbeit ist das dann noch. So, jetzt aber. Gerade eben hat sich der GoPro-Akku die ganze Zeit ausgeschaltet, obwohl das schon so ein weißer Akku extra für kalte Temperaturen ist. Dabei haben wir 5 Grad und das will immer noch nicht. Naja, wie ihr hier sehen könnt, hier ist die neue Hardyscheibe, hier ist die Getriebe-Eingangswelle mit drinne. Dichtringe sind alle mit drinne, die Allradwelle ist hier hinter auch schon mit verbunden. Jetzt schiebe ich das Ganze vorsichtig zusammen. Und dann kommen hier die Schrauben wieder ran, die sind dann hier durch. Verschraubt das wieder alles und dann ist das erstmal soweit wieder zusammen. Und dann können wir die ganzen anderen Sachen einhängen. Die ganzen Gestänge wieder ran, die Hydraulikleitung. Und dann nach und nach mal schauen, was wir heute noch so schaffen. So Leute, der Schnee kam jetzt, wie ihr sehen könnt, alles ein bisschen weiß geworden. Den Traktor habe ich gestern Abend noch komplett wieder zusammengebaut. Da konnte ich leider ein bisschen schlecht filmen, weil halt alles auch so dunkel war. Wurde auch dann echt schon ein bisschen später. Wie ihr sehen könnt, alles ist wieder verbunden. Kupplung haben wir nicht getrennt, aber hier die Bremsleitung hier vorne ist wieder alles dran. Der Öl ist wieder aufgefüllt. Dann habe ich natürlich hier die ganzen Hydraulikleitungen sind dran, die Dichtungen da sind überall erneuert, die Kabel habe ich wieder zusammengelötet, alles erstmal, weil das soll nachher nochmal extra alles geändert werden, aber soweit funktioniert ja alles auch. Kann man jetzt mal sehen, wenn man jetzt den Blinker anmacht, das geht alles, andere Seite natürlich auch und Licht zum Beispiel geht auch beide Seiten, Arbeitsscheinwerfer geht hier hinten auch wieder, hier vorne ja auch die Steckdose, die ist auf Dauerstrom. Und jetzt kommt noch der Sitz drauf. Hier die Kabel will ich jetzt hier noch mit Kabelbinder wieder überall festmachen. Den Schutz wieder drum. Und dann lasse ich ihn mal ein bisschen laufen. Mal gucken. Das Öl mal wieder umpumpen, weil die Hydraulikleitungen ja wirklich leer sind. Und dann schauen wir mal. Bis jetzt ist alles dicht. Hier tropft nichts raus. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gezeigt, wie man so einen Trecker ja mal selber reparieren kann. Dass das gar nicht so schlimm und schwer ist. Vielleicht für den einen oder anderen auch mal ein Tipp irgendwie mit dabei. Mal gucken, ich habe das ja noch nicht geschnitten, aber vielleicht sieht man das dann beim Schneiden, dass ich da mal so spannende Momente ein bisschen mit reinnehmen kann. Und wenn ihr weiterhin so viele schöne Videos von mir haben wollt, dann abonniert mich, guckt gerne weiterhin rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!